Hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Testwelt von mir, euren Tomcat. Ja, das wird kein langes Video, es wird ein sehr kurzes eigentlich im Vergleich zu den anderen. Ich habe vor, heute am Samstag, naja, das werde ich eigentlich schaffen, einen Livestream zu machen. Eventuell auf, ganz schön laut die Musik auf dem Kopf hören, auf Twitch oder vielleicht, wenn ich es eingerichtet kriege, sogar auf YouTube. Und ja, wahrscheinlich werde ich auch auf einem offenen TS-Channel sein. Also auf dem von Opa Zeron, hier Hundsgrab und so. Und werde dort, also in dem Livestream ist geplant, auf jeden Fall ein bisschen an der Werft zu bauen. Ja, also es auszugraben. Und vielleicht, naja, mal gucken. Vielleicht ist ja der ein oder andere drei Elbenländer auch dabei, wenn ihr Lust habt. Und vielleicht kann man dann sogar was zusammen machen. Kleine Höhlentour oder sowas. Oder. Ja, und das, was ihr hier seht, das war so ein Entwurf, wie ich ein Gebäude eventuell demnächst mal gestalten könnte, ne? Also so unten so vielleicht so eine Kneipe und dann hier oben mit so einem schönen Balkon, dass man dann halt so runtergucken kann. Naja, alles Zukunftsmusik, nicht wahr? Hier sind auch noch ein paar neue Versuche und da auch. Und ja. Da seht ihr mal so, was ich so treibe, wenn ich nicht online in der Welt bin und so. Hier jetzt einfach mal so ein Motor zum Beispiel. Ja, das sind alles nur so eine Spielreihen, also von daher, ja. Naja, und wer ist da? Dorfbewohner. Oh, ein Dorfbewohner, schön. Ja, und das, was ihr hier seht, das sollte mal ein Luftschiff werden. Eigentlich ganz cool, oder? Also so sieht der Seitenanschnitt. Ja, na gut. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Mehr gibt's nicht zu erzählen, nicht? Und wie gesagt, heute habe ich vor, einen Livestream zu machen. Ich möchte die Zeit, kann ich absolut nicht sagen. Ja, auf jeden Fall vor 18 Uhr. Ich vermute mal so, dass es um 17, 18 Uhr so in diesem Dreh dann losgeht. Vielleicht sogar ein bisschen früher, aber das ist ja dann eigentlich egal. Ne? Ihr könnt dann einfach dazustoßen. Nur damit ihr halt mal so wisst, wann das ungefähr so ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen bis dahin schönen Tag. Wenn ihr da seid, natürlich. Habt ihr das gehört, das Knacken? Dann natürlich auch mit mir viel Spaß und so eine Sachen. Und wenn nicht, dann halt wünsche ich euch so viel Spaß. Ja, gut. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal.